Ich liebe das Leben und deswegen kann ich es nicht ertragen, wenn so viel Disharmonie und Zerstörung da stattfindet in dieser Welt. Wenn ich jetzt den jetzigen Punkt nehme, das Jetzt nehme, den Moment nehme, dann ist so die Frage, wie viel von uns ist in diesem Moment anwesend? Wo ist der Rest eigentlich? Insofern haben wir vier Quadranten, die positive und negative Vergangenheit und die positive und negative Zukunft. Und viel unserer Zeit befindet sich eben nicht im Jetzt und im Moment, sondern befindet sich in diesen vier Quadranten. Und das, was nicht im Jetzt anwesend ist, nimmt nicht am Leben teil, weil an diesem einen einzigen Punkt in der Mitte findet Leben statt. So viel zum Jetzt. So. Mit dem Hier sieht es nicht viel besser aus. Also wie viel von uns ist im Hier anwesend? 25% sind da, der Rest ist in irgendwelchen sinnlosen, toten Räumen unterwegs. Also genau der gleiche Verrat. Wie beim Jetzt, auch beim Hier. Und beim Selbst ist es so, dass die meisten Menschen gar nicht nur sie selbst sind. Also ich bin ich, ja, überall, ja, nur meine Seele und die vollständig, findest du im Grunde gar nicht. Die meisten Menschen sind eher so ein Sammelsurium von verschiedenen Identitätsaspekten. Also die Menschen sind großenteils nicht sie selbst, nicht hier und nicht selbst und nicht im Jetzt. Und das ist für viele ein Problem. Weil sie eben dann nicht diese üppige Fülle, die Leben bietet, und zwar an diesem einen einzigen Punkt, wo hier, jetzt und selbst sich treffen. Das sind wie drei Torusstrukturen, also eine drei toroidalen Formen. Und die kreuzen sich an einem Punkt. Und an diesem einen Kreuzungspunkt findet Leben statt. Und wer nicht anwesend ist, der nimmt nicht teil an seinem. Also an den Spiegel zu schreiben, ich liebe mich, ändert nichts. Einfach nichts. Sei doch mal glücklich, ändert auch nichts. So, was steuert wirklich? Und das sind eben normalerweise 99% unbewusste Anteile. So, und wir müssen uns halt in die Schlammlöcher des Lebens stürzen, ohne Rettungsanker. Und müssen, wenn wir am Untergehen sind, uns überlegen, wie wir da wieder rauskommen. Und so entsteht Innovation. Ja. Ja, die Innovation entsteht nicht irgendwie im sicheren Sessel mit irgendwie dem Teechen oder so dabei, sondern nur, wenn wir uns ins Abenteuer stürzen, und zwar ohne zu wissen, wie wir da wieder rauskommen. Weil die bisherigen Wege führen uns nicht raus. Wir müssen einen neuen Weg finden, den wir noch nicht kennen. Dazu müssen wir uns aber nötigen, dass es uns wirklich betrifft und bedroht. Also Intuition, Empathie und so weiter. Das sind ja Fähigkeiten, die sie alle hatten und die aber irgendwie dann aberzogen wurden. Oder die sie begonnen haben zu verstecken, weil sie gemerkt haben, sie ecken damit an. Ist unbequem. Und das wieder hervorzukitzeln und zu sagen, das kannst du. Und das kannst du noch viel besser als früher. Und das kannst du nutzen.